Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Dienstag, 6. Mai. Unser Andachtstext steht heute in 2. Könige 6, Vers 23. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Gott als Spion. Das ist die Geschichte, die den Hintergrund dieses Textes bildet. Denn immer, wenn die Aramäer eine List gegen Israel ausheckten, verriet Gott sie dem Propheten. Also musste der Prophet weg und Elisas Wohnort wurde umstellt. Elisa aber schlug die Feinde mit Blindheit, führte sie mitten hinein in die Hauptstadt Samaria und dort erlebten sie ihr blaues Wunder. Aber anders, als sie dachten. Sie wurden nicht umgebracht, sondern bewirtet und dann nach Hause geschickt. Was würde ich drum geben, wenn alle Geschichten des Alten Testamentes so endeten? Als Grundschüler hatte auch ich einen Feind. Der lauerte mir immer nach der Schule auf, um mich zu piesacken. Er war einen Kopf größer als ich und sein großer Bruder noch mal einen Kopf drüber. Schließlich klagte ich Papa mein Leid und der zog los, um das Problem zu lösen. Klasse, dachte ich, jetzt gibt's was aufs Dach von Papi. Der aber kam zurück und sagte, ich habe die ganze Familie zu uns zum Essen eingeladen. Wie bitte? Austeilen, nicht einladen, hieß meine Devise. Nun, sie kamen. Heute blicke ich mit Stolz zurück. Welche Gastarbeiterfamilie in den 70er Jahren wurde von einer deutschen Familie zum Essen eingeladen? Es wäre eine Geschichtsfälschung, nun zu erzählen, dass wir lebenslange Freunde geworden sind. Das nicht, aber die Probleme auf dem Schulhof gehörten nun der Vergangenheit an. Man kannte sich, hatte zusammen gegessen und respektierte sich. Als Elisa damals umstellt war von den Feinden, da konnte er noch etwas sehen, etwas, das alle anderen nicht sahen. Den Berg voll feuriger Rosse und Wagen, das Heer Gottes. Der Verlauf der Geschichte macht klar, dass es weniger um die militärische Übermacht Gottes als vielmehr um die unsichtbaren Mittel und Möglichkeiten ging, über die Gott verfügt. Ellen White schrieb einmal, unser himmlischer Vater hat 1000 Wege, für uns zu sorgen, von denen wir nichts wissen. Sie schrieb es in dem Buch Auf den Spuren des großen Arztes, Seite 401. Das Problem, das dir heute Sorgen machen will und dir vielleicht sogar Ausweglosigkeit vorgaukelt, dafür hat Gott 1000 Lösungen. Die Übung besteht darin, ihm zu vertrauen. Dennis Meyer.